Hi, willkommen zurück bei DGV. Willkommen zu einer weiteren Folge von Ori and the Blind Forest. Ja, in der letzten Folge hat man mich ein bisschen plechern gehört. Ich hoffe, das habe ich jetzt geregelt. Das passiert manchmal, ich weiß auch nicht warum. Wenn ihr Tipps habt, könnt ihr mir Bescheid sagen. Ich hoffe, ich habe das jetzt geregelt. Und wir sind letztens hier stehen geblieben in diesem Nebelforst, der verdammt schwer ist. Also das schwerste Gebiet bis jetzt. Und wir müssen uns jetzt hier wieder durchkämpfen. Wie ich hier durchkomme allerdings, das weiß ich auch noch nicht. Deswegen schauen wir jetzt mal, wie wir hier durchkommen. Also, legen wir los. Und wir sind mittlerweile jetzt auch schon 68 Mal gestorben. Das ist verdammt viel. Gut, dann muss ich jetzt hier einmal springen. Und jetzt noch einmal. Und nun? Komme ich da hin? Warte mal. Ah. Nee. So. So. Ah, warte mal, kann ich... Ja, ah, hab's verstanden. Ja, war doch. Oh, da war ich schnell. Ich sag dazu jetzt nichts. Speicherpunkt setzen. Darf ich nicht zu schnell und nicht zu langsam sein. Ach komm. Das ist hart. Au. Du fress deine eigene Medizin. Das ist echt krass, was die aushalten. Was? Ich bin doch auf die Pflanze gesprungen. Ja, man sagte mir ja schon, dass das Spiel echt schwer ist. Pflanze brauche ich jetzt nicht. Noch ein Gegner. Okay. Lass mich. Aber mit einem Punkt kann ich, glaube ich, gar nichts anfangen. Okay. Oh, sicherer Boden. Jetzt nicht hochkommen. Aber hier ist nichts. Ach, dachte ich mir. Aua! Spuckst du da hoch? Jetzt habe ich alle Viere. Ah.
Manchmal weiß das Spiel genau, ganz genau, wo ich hin will. Einfach nicht bewegen. Okay, das ist ein Speicherpunkt wert. Boah, ey, ernst? So, ich kann ja auch laufen. So viel dazu. Wow, nun ne? Okay, das war hart. So, ich habe keine Karte, verdammt. Was gibt's denn hier? Weg. Ja. Die beiden im miese Kombo, ey. Der ist jetzt zu schnell gestorben, oder was? Was denn jetzt? Ah. Ah. Wer hätte das gedacht? Du musst dich da oben auch nicht festhalten, Ori. Ach ja. Wie gesagt, man muss sehr frustresistent bei dem Spiel sein. Also fast Dark Souls-Style, ja. Warum läufst denn du hoch? Junge. Oder wartet ein böser Gegner auf mich? Ein sehr böser. Warum hält er sich nicht fest? Ich verstehe es manchmal nicht. Oh, ich kann hier drauf stehen bleiben. Böse, 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 böse. Oha, gut. Eingefahren. Geh weg. Da unten ist wieder ein verschlossenes Ding. Ist das gemein, ey. Ach, ich geh erstmal hier runter. Ey, hier war ich doch schon mal. Nee, bring mich mal um.
Das ist, glaube ich, komplett falsch. Ich muss, glaube ich, nach links. Gebiet und ich werden auf jeden Fall keine Freunde. Was geht denn jetzt? Bosskampf! Jetzt gegen Zweier! Bosse sind irgendwie nicht so schwer in dem Spiel, kann das sein? Oh, haben wir es geschafft? Was für ein Gebiet, ey. Oh, ich muss damit jetzt rumlaufen. Was? Spring damit. Gibt's noch was? Ja. Dachte ich mir, dass ich die Welt jetzt wieder ändere. Okay. Sterben? Nee, gell? Oh, da waren Stacheln. Die haben wir gar nicht gesehen. Lauf, 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 lauf. Okay, Y geht nicht. Na, Kuh liegt natürlich da unten. Oh, das war knapp. Aber warte mal kurz, ich will mal kurz gucken. Gibt es denn noch eine Möglichkeit, irgendwie stärker zu werden? Ah, hier. Natürlich ist da noch ein Gegner. Vielleicht ist der auch wieder da. Ach, das ist doch echt frech hoch 10. Ach, das ist... Also ich finde das langsam echt ein bisschen unfair. Also, man kann es auch übertreiben. Oh, und ich habe mich in die Stacheln gepfeffert. Das bringt ja auch nichts, jetzt kaputt zu machen, weil dann eh wieder spawnt. Einfach rüberspringen kann ich bei dem auch nicht. Das bringt mir ja nichts. Ach ey. Ich glaube, mehr Kraft wäre hier echt nötig. Diese dummen Stacheln immer auf dem Boden. Noch einer. Lass mich raten, noch einer. Nee, Gott sei Dank, ey. Hoffentlich sind wir jetzt weg von dem Gebiet hier. Das mag ich ja überhaupt nicht. Thank you.
Wir entzündeten die verhüllte Laterne und zerlegte den Dunst. Ori, der Schlüssel zu den Elendsruinen, das Gummun-Siegel wurde gefunden. Hey. Du hast das Gummun-Siegel gefunden. Mit diesem Schlüssel kannst du die Elendsruinen betreten. Das Element des Windes findet sich tief im Elendsruin, südlich von hier. Es ist nicht allzu weit, ich kann dir den Weg zeigen. Unter uns. Ups. Okay. Betritt die Elendsruine und stelle sie wieder her. Oh, leichter gesagt als getan. Du Aloch! Ja, wenn genau in dieselbe Richtung wie ich. Boah, der Frosch kann aber überall hinspucken, oder? Damit mache ich auch Schaden? Wow. Das hätte ich mal eher wissen müssen. Ich dachte, das ist nur dafür da, um Boden kaputt zu machen. Okay. Das heißt jetzt aber theoretisch müsste ich jetzt nach unten. Nee. Hä? Wo muss ich. Ach, da wahrscheinlich. Wie komme ich da hoch? Weiß ich auch nicht mehr. Na dann. Erstmal speichern. Ah, scheiße, es war da oben. Sogar viel mehr Schaden, ey. Hätte die Info wäre nützlich gewesen. Naja. Dann ist das jetzt so. Das hatte ich ja schon, gell? Auch noch lang. Oder ist das hier der, das scheint der richtige Weg zu sein. Da ist noch ein Schlüssel. Ich hab schon Kartenstein. Dann machst du das kaputt für mich? Und mich auch gleich mit, danke. Jetzt habe ich zwei. Ich habe noch nicht mehr Kartensteine gefunden. Was steht da? Da macht das so hinten auch noch kaputt. Okay, dann musst du doch nochmal kommen. Andere Richtung bitte. Und danke. Ist hier? Ne. Was war da? Da oben ist er auch noch. Ah, ich verstehe. Komm mal her, Kollege. Oh, ein Kornstein. Ja, wir sind auf jeden Fall richtig. Gibt's hier noch was? Nope. Hier
Hier brauche ich wahrscheinlich wieder einen Schalter. Bin ich froh, wenn ich noch mein zweites Level erreicht habe. Du schon wieder. Jetzt kommen Eisgegner. Ja, geil. Das könnte etwas werden. Ich weiß nicht, ob mir dieses Gebiet gefällt. Ach, schlimmer als es eben kann es ja nicht werden. Das ist echt alles Eis. Oh, damit kann man jetzt eine Panzerung kaputt machen. Oh, ich brauche den aber noch. Da muss das ja wahrscheinlich kaputt machen. Sehe ich gerade. Hallo. Was ist denn der jetzt gespawnt? Das ist ja... Das Spiel ist nicht mein Freund heute. Echt. Absolut nicht. Komm mal, Freund, schau ab. Komm jetzt her. Wieder da. So. Hier bin ich gerade echt zu dumm dafür. Check das hier nicht. Wieso macht er die Wand nicht kaputt? Er bremst immer davor. Da oben ist ein Hebel. Ah, okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Gott. Komm her, Frosch. Dummes Ding. Er muss das ja gar nicht kaputt machen. Oh ey. Na, jetzt komm doch mal her. Thank you.
muss in das Ding rein, oder? Kann ich da rein. Dann kann man das Holz kaputt machen, oder? Warum gehst du jetzt sofort kaputt? Nicht. Oh, endlich. Jetzt mehr Stärke. Danke. Okay. War halt so nicht geplant. Vier mache ich jetzt. Hier rein. Scheint jetzt viel mit Eis zu tun haben. Elendsruin. Die Elendsruine, hier leben die Gumon. Sie bauen wundersame Strukturen und erfüllen sie mit dem Licht des Geisterbaums, das ihnen Sicherheit bietet. Oh nein. Die Gumon wurden eingefroren, konnten nicht entkommen. Als das Element des Windes sein Licht verlor, wurden die Surin zu ihrem Grab. Zum Verlassen? Nee, ich bin gerade gekommen. Okay. Bitte was? Das macht ja Schaden. Die Gumon waren erfinderische Handwerker. Vor ihnen lag eigentlich eine leuchtende Zukunft, zu der es aber nie kam. Sieh dir dieses Lichtgefäß an. Sie waren in der Lage, das Licht des Geisterbaums darin aufzubewahren. Okay. Benutze das Lichtgefäß, um die Gumo-Strukturen zu aktivieren und zu überqueren, ohne Schaden zu nehmen. Ach so, das friert dieses Feuer hier ein. Ach du Scheiße, was geht denn jetzt? Oh Gott, jetzt muss ich auch die Steuerung komplett umgewöhnen. Ja, wenigstens kann ich angreifen. Und jetzt? Fallen lassen oder was? Oh ja. Oh Gott, jetzt, ich muss trotzdem weiter nach rechts gedrückt halten, um hier lang zu kommen, ey. Oh, schlecht. Das ist total verwirrend. Speicherpunkt, danke. Oh, echt jetzt? Gehst du mir auch noch auf den Sack? Schmeckt das?
Warum ist ein Schlüsselstein? Gott, was geht denn jetzt ab? Trotzdem kann das Gebiet nicht schlimmer sein als der Nebelforst. Aber viel, viel schlimmer. Schlüsselstein unten irgendwie holen. Da ist auch einer. Oh. Oh. Das ist verwirrend. Ganz langsam und ruhig. Warte, bis der Schuss kommt. Hammer. Da gehe ich wieder unten lang. Das war einfacher. So, schau mal, wie es jetzt hier weitergeht. Immer schön mit der Ruhe. Wir haben Zeit. Oh, was jetzt? Hä? Ach, die ändern die Gravitation, kann das. Ach du Scheiße. Okay, warum nicht? Der bringt mich jetzt, wenn ich hier springe, nach oben oder was? Ach du Scheiße. Oh, da ist. Aua, ist da. Da ist ein Kartenstein. Oh. Natürlich ist dann die Steuerung auch inventiert, gell? Natürlich. Ja, war nicht so geplant, aber. Es war safe. Ja, geil. Und nun? Ach ja. Oh, mach doch nicht so einen Quatsch. Kann ich auch springen fallen lassen? Ich will mal gucken, was hier ist. Okay, glaubst du, dass das jetzt so geplant ist? Aber ich habe einen Schlüsselstein. Und da drüben ist der nächste. Ach, die Kugel folgt mir. Okay. Ich muss gespeichert ab. Spring doch.
geht's ja hier gar nicht. Nö, das ist Sackgasse hier. Das bringt mir hier gar keine Punkte. Erstmal die Karte freidecken. Ah, ich muss von links lang. Ich bin irgendwie gerade falsch gewesen. Und hier brauche ich dann die Schlüsselsteine. Davon habe ich nur drei. Aber gut, dass die Kugel mitkommt. Dann ab nach links. Hahaha, wie soll ich den Sprung schaffen? Ah, man hat ein gewisses Zeitfenster. Ah, okay. Wenn man die Kugel abliegt, hat man ein gewisses Zeitfenster, wo man trotzdem noch geschützt ist. Verstehe. Hau doch nicht ab, komm her. Ja, er trifft. Hat er mir gerade 5 Schaden verpasst? Hart. Das heißt, 2 Treffer von dem und ich bin tot. Habe ich alle 4. Daneben. Ich will gar nicht auf meinen Death-Counter gucken. Nur 105 oder bist sofort instant tot, wenn er drauf läuft. Ja, wobei ich habe nur 2 Health. Tote. Wohl zu spät? Oh, knapp. So. Ich muss eine Gravitation machen. Ja, genau. Alter. Das ist ja normalerweise der richtige Weg gewesen, als wie ich vorhin gegangen bin. Okay. Leute, das ist ja offen. Hätte ich dafür nicht auch hochgehen können? Aber wahrscheinlich nicht. Oh, jetzt können wir die Tür benutzen.
Was für eine Qual. Oh. Er kommt zurück. Oh, die sind mal anscheinend richtig. Dieser Schrein muss alles angetrieben haben, was sie gebaut haben. Sieh ihn dir jetzt an. Sieh, was er getan hat. Oh, die Flächen sind jetzt begehbar. Gespeichert. Haben eigentlich irgendwas verpasst? Da unten ist noch ein oberes Stockwerk gewesen. Okay. Aber da möchte ich jetzt ungern zurück. Ich glaube, ob es möglich ist. Naja. Ich frage mich, ob Gummo von ihrem Schicksal weiß. Ich hoffe, er kann uns vergeben, dass wir noch leben, während sie von uns gegangen sind. Okay. Ich sehe, ich würde sterben. Ich bin nach rechts. Echt, da hat mich der Strahl jetzt getroffen. Oh. Ah, zu früh. Ich bin doch noch nicht hoch. Ich will erst noch rüber. Was natürlich nicht geht. Aber da unten vielleicht. Okay, und jetzt? Das ist knapp, ey. Hier ist ein E-Sack. Mal sehen, was es hier gibt. Das heißt, es ist nur wegen diesem Kristall hier, oder? Ach, nee. Oh, eine Lebenszelle. 2, 4, 6, 7 haben wir jetzt. Oh! Dumm. Ganz dumm. Oh,
Da hat das Y wieder nicht funktioniert. Spring doch mal nicht so weit. Sag mal, du sollst an der Wand bleiben und nicht da reinspringen, Kollege. Ja, ich muss auf die andere Seite. Ah, Kippner sind ja nun noch. Wie komme ich zurück? Ihr seid ja witzig. Perfektes Timing. Hier musst du Schaden auf jeden Fall erstmal schlucken. So, jetzt gehen wir hier wieder zurück. Oh, oh, oh. Aber hab ich viel gewollt. Das Element des Windes liegt vor uns. Es wird im Herzen dieses Ortes aufbewahrt. Diese Ruinen sind alles, was von den Gumon übrig ist. Sie erinnern uns an ihr Schicksal. Gumo hat jene verloren, die er liebte. Daher ist er der letzte seiner Art. Oh, wir müssen das Licht zurückbringen. Für Nibel und die Erinnerung an die Gumon müssen wir das Element des Windes wiederherstellen. Ey, der Schuss von dem ist ja mal richtig müllig. Der fliegt so eine Bogen. Das schaffe ich in der Folge noch, echt.
soll ich da jetzt lang? Spring doch nicht immer auf ihn drauf, ey. Nicht schuld, dass sie auf uns so wütend ist, weil wir ihre Kinder getötet haben. Was sind wir die Bösen in dem Spiel? Aber schnell sein. Nee, schaffe ich doch gar nicht.
immer an dem Stückchen Eis. Geht doch ins Wasser. Nee, das schaffe ich nicht. Komm ich nicht so schnell da rein. Es könnten jetzt viele Tote werden hier. Das checke ich jetzt einmal gar nicht. Also, Spiel, wie denkst du dir das? Nicht stechen oder irgendwas. Bin ich viel zu langsam dafür. Das wird nix. Wow. Ist gerade ziemlich pisst auf uns. Ah, wir müssen ihn jetzt. Was kann ich schieben? Dieses Mal sind wir ihren Klauen so gerade noch entkommen. Jetzt ist es klar, warum sie uns jagt. Kuro will nur ihr Kind beschützen. Vergiss aber nicht, Uri, das Element der Wärme muss noch als letztes entzündet werden. Der Sonnenstein, den wir suchen, findet sich doch oben am Trauerpass. Wir müssen auf den Wind reiten, denn er wird uns den Weg weisen. Okay. Also müssen wir jetzt dahin. Hey. Oh, ziemlich weit oben. Aber durch den Wind komme ich jetzt natürlich auch da oben links und rechts lang. Ah, okay. Verstehe. Gegner. Wenn man ärgern will. Aber ja, Leute, wir sind am Ende der Folge angekommen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn es heißt Uri in the Blind Forest, mit mir den Doomsday. Bis dahin, haut rein.